Dinant ist bekannt als Hersteller von qualitativ hochwertigen Fliegerchronographen, hat aber auch andere Uhren im Angebot, wie zum Beispiel die Kalender 31, die ich euch heute zeige. Das Werk wurde von Dinant nicht nur selbst entwickelt, sondern auch im Hause zerlegt, modifiziert, um 10 Teile angereichert, um eine ganz besondere Kalenderdatumsfunktion zu realisieren. Lasst euch überraschen! Hallo und willkommen bei WatchMaxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du heute reingeklickt hast. Dinant hat mich wirklich überrascht mit der Kalender 31, eine Werksentwicklung basierend auf dem Sellita SW220. Das Werk wurde komplett überarbeitet. Es wurden 10 verschiedene Teile hinzugefügt, um eine ganz besondere Zeigerkalenderfunktion zu erreichen, die das Ziffernblatt sehr viel harmonischer macht und die es so in keiner anderen Uhr gibt. Ich bin sehr froh, es euch heute zeigen zu können und bin gespannt, was ihr dazu in die Kommentare schreibt. Das Werk der Kalender 31 wurde im Hause Dinant konzipiert, entwickelt, designt und auch gebaut, endgefertigt und in die Uhr eingesetzt, aber dazu komme ich gleich noch im Verlaufe des Videos. Die Kalender 31 selber hat das GUI 1, also ein Werk auf der Basis des SW220-1, auf der Frontseite ein planes, entspiegeltes Saphirglas, sowie auch auf der Rückseite, die einen Blick auf das wunderschöne Werk freigibt, ein Saphirglas. Der Rotor ist Dinant gelabelt und das Werk ist verziert. Die Uhr hat einen Durchmesser von 42 mm und eine Bauhöhe von 11,4 mm. Die Bandanstoßbreite beträgt 20 mm und ist damit eine Standardanstoßbreite, wie sie die meisten Uhren haben. Der Abstand Horn zu Horn, Lag zu Lag, beträgt 50,9 mm und ist damit durchaus etwas größer. Die Krone ist nicht verschraubt, es ist eine Zug- und Drückkrone und die Uhr ist bis 100 Meter wasserdicht. Die Uhr wiegt ohne Lederband 70 Gramm. Ja, das Gehäuse selber ist ein Edelstahlgehäuse, wunderschön satiniert und gebürstet, sehr sauber verarbeitet. Die Indizes sowie die Zeiger sind mit Leuchtmasse belegt. Sie leuchten auch nachts. Das werde ich euch im Verlaufe des Videos auch noch zeigen können. Aktuell an der Uhr montiert ist ein schwarzes Lederband, was, wie ich finde, sehr gut zu ihr passt. Die Schließe gefällt mir ebenfalls gut und ist mit dem Dinant-Schriftzug signiert. An meinem 17 cm Handgelenk sieht die Uhr ebenfalls ganz gut aus. Dafür muss ich erst einmal die Uhr, die ich von meinem Großvater geerbt habe, ablegen und ich lege die Dinant-Kalender 31 an mein Handgelenk. Die 42 mm der Dinant sind für einen Dresser an meinem Arm an der oberen Grenze, wenn nicht sogar etwas darüber hinaus. Aber insgesamt finde ich das Erscheinungsbild der Uhr wunderschön und sie passt auch sehr gut. Das Ziffernblatt ist galvanisch Anthrazit mit einem Sonnenschliff versehen, wirklich ein ganz, ganz edles Blatt, gefällt mir sehr, sehr gut. Die Indizes sind gedruckt und die Zeiger sehr sauber verarbeitet. Wirklich eine Uhr, die sich keinem Vergleich scheuen muss und wirklich toll aussieht und auf einem sehr hohen Qualitätslevel daherkommt. Das Besondere an der Uhr ist das Zeigerdatum. Normalerweise ist ein Zeigerdatum mit 31 Tagen auf dem Ziffernblatt immer etwas unharmonisch, weil die Minutenstriche 60 Striche sind. Das heißt, bei 31 Tagen
komme ich irgendwann aus dem Rhythmus raus und die Tage stimmen nicht mehr exakt mit den zweiten Minutenstrichen überein. Hier könnt ihr sehen, dass das Datum bei 30 endet, sodass die Zeiger exakt übereinstimmen. Es fehlt dann natürlich der 31. Tag und der ist in diesem Werk auf eine ganz besondere Art und Weise gelöst. Und das werde ich euch jetzt zeigen, indem ich den Kalender vordrehe. Jetzt springt er auf die 28, auf die 29 und auf die 30. Und jetzt müsst ihr auf die 6 Uhr Position auf das Fenster schauen. Das springt jetzt von Grau auf Rot und das ist der 31. Tag. Das ist die Kalender 31. Wenn ich jetzt den Kalender weiterdrehe, das Datum, dann springt das Pointer Date auf die 1 und das Fenster wird wieder grau. Diese Datumsfunktion wurde erreicht, indem das komplette Werk, ein Sellita SW220 als Basiswerk, komplett zerlegt wurde. Es wurde modifiziert, es wurden in Summe 10 Teile hinzugefügt und dieser komplette Umbau, die Konzeption, die Ausführung, der Zusammenbau und der Einbau finden im Hause Guinan statt und führen zu diesem Werk GUI 1, was diese besondere Kalenderdatumsfunktion als Pointer Date, als Zeigerdatum realisiert hat. Ich finde das für einen Hersteller wie Guinan wirklich bemerkenswert. Die Uhr ist nicht nur in meinen Augen sehr schön anzusehen, sondern auch technisch in der Tat etwas Besonderes. Mit 42 mm ist die Uhr für einen Dresser, für eine Uhr zum Anzug natürlich relativ groß. Es wäre technisch wohl auch kleiner gegangen, aber Guinan wollte gerne eine sehr präsente Uhr machen und das ist ihr mit diesem Modell ganz, ganz eindeutig gelungen. Die Kalender 31 kostet in der Variante, die ich hier vorliegen habe, am schwarzen Lederband aktuell, das heißt September 2020, 1.647,75 €. An dieser Stelle ein ganz herzliches Dankeschön an die Firma Guinan, dass ich die Aufnahmen, die ich euch hier zeige, im Hause Guinan machen durfte. Deswegen hat das ein oder andere vielleicht einen etwas anderen Anschein, sieht etwas anders aus, als wenn ich es zu Hause mache. Ich habe es bei Guinan direkt neben der Uhrmacherwerkstatt drehen dürfen. Und das war für mich sehr schön, weil ich auch einen Blick hinter die Kulissen werfen konnte und auch dem Uhrmacher mal über die Schulter schauen konnte, was für mich sehr aufschlussreich war. Und jetzt zeige ich euch die Uhr noch bei Nacht. Guinan hat eine Art Dunkelkammer im Verkaufsraum mit Blaulicht, wo man sich das Nachtbild der Uhr ansehen kann. So sieht die Uhr also bei Nacht aus. Guinan als Spezialist für Fliegerchronographen kann eben nicht nur diese bauen, sondern auch andere Uhren, Dressuhren mit einer wirklich super interessanten Werksentwicklung auf einem Qualitätslevel, was mich sehr beeindruckt hat. Ich bin wirklich toll und froh, einen so guten Uhrenhersteller in unmittelbarer Nähe zu haben und freue mich sehr, euch immer wieder Uhren darüber zeigen zu können. Wenn euch das gefallen hat, dann lasst gerne ein Abo da, Daumen nach oben und freut euch auf die nächsten Videos. Bis dahin, tschüss, euer Axel.